Ja, das ist okay. Willi, fängst du einfach an oder wollen wir jetzt auf die Ausfahrten? Ich denke mal, also das mit dem Licht werden wir wahrscheinlich noch nicht ganz gelöst kriegen, jetzt so schnell. Aber zumindest haben wir jetzt ein Bild und können dazu anfangen, ein paar Erläuterungen zu machen. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Es sind mehr, als wir sonst immer hatten bei solchen Tätigkeitsberichten, die wir von der Vau-Holland-Stiftung immer jedes Jahr traditionsmäßig beim Easter Egg gemacht haben. Konnte die letzten Jahre leider nicht stattfinden, aus bekannten Gründen. So ein paar Worte noch, wer wir überhaupt sind und was wir machen und so weiter zur Einleitung. Also da auf dem Bild, das ist praktisch der Initiator sozusagen der ganzen Idee einer Stiftung. Das war der Vau-Holland, Mitinitiator und Gründer auch des CCC, viele andere Projekte. Und es ging hauptsächlich darum, in dessen Geiste sozusagen eine Entität zu schaffen, die vielseitiger, vielleicht fördernd tätig sein kann und das Gedankengut transportieren kann, was halt leider nach seinem zu frühen Tod uns dann obliegt, dass wir das irgendwie versuchen zu transportieren. Daraus ist jetzt mittlerweile, was in etlichen Mutationen einiges passiert und gerade die letzten Jahre, über die wir jetzt berichten, deswegen sind das jetzt 3 Jahre, anstatt sonst immer 1 Jahr. Und in den Jahren ist gerade sehr, sehr viel passiert und da gehen wir nachher auch noch einzeln drauf ein, dass das auch erfordert, dass wir unsere Struktur anpassen. Also wir haben mittlerweile auch jemand beschäftigt, da gehen wir später auch noch drauf ein, aber es sind noch mehr Schritte notwendig, weil das gesamte Volumen, was wir mittlerweile bewältigen und die Fronten, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen und auch Personen, die an die Hand genommen werden müssen und wir brauchen wahrscheinlich irgendwie mal ein Psychologenteam, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, das werden wir ein bisschen weiter erläutern in den nächsten Folien. Dazu werden wir auch werden wir ein bisschen ans Abwechseln, weil jeder ein bisschen mehr Einblick hat oder wir alle Einblick haben, aber halt einzelne kompetenter über einzelne Dinge berichten können. Okay, das ist mal zur Einführung. Mach mal ruhig das nächste jetzt. Ah ja. Achso, ja. Du hast ja schon. Ich hab das nur nicht. Ich würde zum ersten. Willi, ich würde dann. Die Stiftung. Achso, okay. Die Stiftungsarbeit als solches müssen wir da auch noch ein bisschen beschreiben vielleicht. Es ist ein bisschen anders als bei Vereinen zum Beispiel. Also ein Verein hat ganz andere Möglichkeiten oder auch eine Privatperson kann im Grunde genommen machen mit seinem Geld, was will. Naja, vielleicht nicht alles. Aber die Stiftung ist eigentlich daran gebunden. Das muss man auch berücksichtigen, wer sowas mal vorhat, der soll sich das genau überlegen, weil das, was er da einmal festlegt als Satzung, als Verfassung der Stiftung, das ist bindend für alle Zeiten. Es ist praktisch nicht mehr möglich oder nur in ganz außergewöhnlichen Fällen möglich, was an diesem sogenannten Stifterwillen dann noch zu ändern. Das ist auch so eine Sache, mit der wir teilweise zu kämpfen haben. Da geht's dann um Stiftungsaufsicht, Finanzamt und so weiter. Und die gucken einem genau auf die Finger. Und da wir in einem besonderen Spannungsfeld agieren, kann man sagen, dass wir außergewöhnlich gut beobachtet werden, was diese Anforderungen angeht. Deswegen sind wir auch, das mag man unseren Leuten, mit wem ihr auch immer zu tun habt, wenn es um Abrechnung oder irgendwas geht, da sind wir ziemlich kleinlich und das ist nicht böse gemeint. Wir können es sonst gar nicht anders machen, die würden uns die Stiftung zumachen. Dazu gehören zum Beispiel auch solche Sachen wie Unmittelbarkeit. Unmittelbarkeit ist so ein komischer juristischer Begriff. Das bedeutet, dass wir immer kontrollieren müssen im Prinzip, dass die Mittel auch so verwendet werden, wie wir das in der Satzung stehen haben. Also das ist dann halt auch, wir können natürlich Sachen delegieren, jemanden ausdrücklich beauftragen und so weiter. Aber das ist insgesamt ein ziemlich spannendes und schwieriges Umfeld, in dem wir uns aber immer bewegen müssen und wo wir sehr genau aufpassen müssen. Ich sag so oft hier aufpassen, deswegen, weil wir haben auch aktuell wieder ein kleines Kommunikationsproblem mit einigen Stellen der Behörden, wo wir dann wieder teure Anwälte einschalten müssen etc. Also es hat viel mit Behördenheck zu tun, was wir hier machen. Ja, ich würde vielleicht kurz dazu
ergänze, die Stiftung ist ja gemeinnützig und hat die gemeinnützig mal verloren. Die Gemeinnützigkeit, das war um 2010/11 rum, da ging es ums Projekt WikiLeaks. Und der Vorwurf war, dass wir denen einfach nur Geld gegeben haben. Also es war halt keine in dem Sinne Mittelfehlverwendung, weil wir hatten für die ja das Geld gesammelt, aber wir haben eben nicht genau kontrolliert, was mit dem Geld geschieht. Und das ist eben diese Unmittelbarkeit. Das haben wir dann damals gelöst durch einen Vertrag mit einer isländischen Firma, einen Rahmenvertrag, wo wir dann ein Muster definiert haben, einer Vereinbarung, dass wir gesagt haben, wir beauftragen die zu bestimmten Dingen, dann sagen die uns, dann haben wir sozusagen Kostenvoranschlag, dann beauftragen wir das und so fort. Alles schön juristisch durchdekliniert, so haben wir es dann vom Eis bekommen. Aber das begleitet uns immer noch und heißt, dass wir eben nicht einfach nur, auch wenn wir Projekte toll finden, Geld geben können, sondern wir müssen entweder Rechtsform beauftragen, das zu tun, oder wir müssen gemeinnützigen Projektträger finden. Da ist es einfacher, da können wir dann einem Verein, wenn er gemeint ist, Geld geben. Oder noch schlimmer, wir müssen das selber tun und dann nur Hilfspersonen für Tätigkeiten, die definiert sind, quasi engagieren. Das ist ein Korsett, in dem wir uns befinden, und trotzdem erlaubt es uns, ein bisschen was zu tun. Und ja, das andere Korsett ist sozusagen, dass wir das Geld, das ist aber auch hilfreich für uns, immer nur dafür ausgeben können, wofür wir es gesammelt haben. Wir sind ja vom Stammkapital eine ganz kleine Stimme. Wir hatten ein Grundstück, ein Ackergrundstück, 50.000 Euro und noch ein paar, keine Ahnung, ein bisschen Erspartes auf irgendeinem Sparkonto. Und normalerweise sind Stiftungen ja eine Vermögensmasse, die einem Zweck zugeführt wird. In früheren Zeiten war es so, dass eine Stiftung 1 Million hatte und dann von den Zinsen die Arbeit getragen hat. Das funktioniert bei uns anders. Wir finanzieren unsere Projektbereiche durch zweckgebundene Spenden, die wir dafür einsammeln. Wir haben auch ein bisschen zweckungebundene Spenden, die unsere Kernarbeit sozusagen fördern. Sowas wie das Archiv und unsere Infrastruktur, also Räume, Internet und so fort. Unsere Hauptmethode besteht darin, dass wir für Projektbereiche Geld ansammeln und uns davon 5 bzw. 10% für unsere Infrastrukturkosten ziehen, um das Ganze organisieren zu können. Genau. Und, und Mittelverwendung oder zweckgebundene Mittelverwendung heißt, dass wenn klar ist, dass dieses Geld für ein bestimmtes Projekt eingegangen ist, dann dürfen wir das auch nur im Kontext dieses Projektes ausgeben. Also dann können wir nicht hin und her schieben, wo es benötigt wird, sondern wir müssen uns an diesen Willen halten. Genau, was? Der entscheidende Begriff hier ist der Spenderwille. Ja, und das, also konkret, kommen wir gleich drauf, wir haben ja für Julian Assange ein kleines Problem, ein bisschen Geld gesammelt. Und das ist tatsächlich als zweckgebundene Spende eingegangen für die Freiheit und rechtliche Verteidigung. Und wir werden noch erheblich damit zu tun haben, sollte er tatsächlich rauskommen, was dann mit dem Rest des Geldes zu schienen ist. Weil der Begriff Freiheit ist juristisch nicht so definiert, aber rechtliche Verteidigung ist definiert. Also das sind alles tolle Vorgaben, die uns dann nachhaltig begleiten. Also hier jetzt eigentlich nur noch mal eine kurze Übersicht über die Projekte, weil in den Folien hinterher wird teilweise nur noch auf diese Nummern referiert und dann weiß man vielleicht nicht, was, ja, Projektbereiche, sagt Andi, also es sind Projektbereiche. Die Projektbereiche, die wir jetzt auch näher uns angucken werden, sind einmal das Hackerarchiv oder die ungebundenen Spenden. Wir werden auf Informationsfreiheit gehen, das ist Projekt 04. Und wir werden uns Zivilcourage, das Projekt, mal genauer angucken. Das liegt auch daran, dass ihr sehen werdet, dass in den anderen Projektbereichen jetzt nicht so viel passiert ist. So, die Spenden. Andi hat ja schon gesagt, wir haben ein ziemlich geringes Stammkapital, das sowieso auch so gut wie nicht verzinst wird. Also wir haben keine Erträge, von denen man irgendetwas machen könnte. Wir brauchen also immer Spenden. Und diese Spendenmöglichkeit haben wir im 2021 Frühjahr auch erweitert, dass man nicht nur in Bitcoin, was früher die Kryptowährung war, die wir akzeptiert haben, sondern die Leute hatten auf einmal die Möglichkeit, über ein sehr viel breiteres Spektrum auszuwählen, wie sie spenden wollen. Das ist jetzt auch finanzamtstechnisch immer erstmal relativ neutral, weil die wollen ja auch nie eine Spendenquittung. Das sind eben tatsächlich anonyme Spendeneingänge. In der Regel ist völlig unklar, wer denn da der Spender ist.
Dann haben wir natürlich die Standardwege. Wir haben PayPal und die Banküberweisung. Das war bis vor 2 Jahren sozusagen der Haupteinnahmekanal für Spenden. Das hat sich in 22 dann doch ganz schön gedreht, weil die Kryptocoins, das werde ich gleich erklären, den größten Anteil ausmachen. In den Zahlen, die jetzt aber gleich nachher folgen werden, werden wir jetzt nicht auf die Kryptobestände eingehen, sondern wir müssen, weil wir das auch dem Finanzamt gegenüber so verbuchen, immer die Eurobeträge nehmen. Also was nachher auftaucht, ist sozusagen nicht das, was insgesamt eingegangen ist, sondern das ist das, was in Fiat getauscht wurde, um Projekte zu finanzieren. Und das muss man ja auch nochmal sagen, gerade im Kryptobereich, je genauer man hinguckt, umso mehr schwankt's. So eine unscharfe Relation im Quantenkrypto sozusagen. Ja, mal ist Geld da und mal ist es nicht da. Man weiß nicht, in welchem Status es sich befindet. Genau, als wir die initiale Überweisung oder die initiale Spende von PAC bekommen haben für diesen NFT-Verkauf, da waren das, glaube ich, irgendwie 53 Millionen Euro oder 46, sagt Andi, also knapp an die 50. 2 Monate später waren das schon deutlich weniger. Also wir sind dann natürlich auch an ganz andere Schwankungen gebunden. Deshalb kann man das jetzt nicht so 1:1 übertragen. Aber die nachfolgenden Zahlen, die Andi jetzt wahrscheinlich gleich erklären wird, die beziehen sich immer auf Euro. Also wenn da irgendein Wert steht, dann ist das immer Euro. Ja, naja, gut. Die erklären sich eigentlich selbst. Also ihr seht unten die Projektbereiche. Und die Beträge und daraus resultiert halt auch ein bisschen, wir können natürlich immer nur das ausgeben, was wir einnehmen. Das heißt, im Bereich 4 Informationsfreiheit, wo eben das Projekt WikiLeaks und die spezifische Förderung ausgewählter Publikationen, wie waren das noch, Vic, du hattest diesen Satz, die wir beauftragen, also bei WikiLeaks mussten wir uns unseren juristischen Satz zurechtlegen und das heißt, dass wir eben spezifische Aspekte ausgewählter Publikationen fördern, nicht das Projekt für sich, um eben juristisch klarzustellen, dass wir uns da nicht an irgendwelchen Dingen beteiligen, die möglicherweise in der nicht im Einklang mit der Gesetzeslage stehen. In 7. Ja, mit unserer Überzeugung, sagen wir mal so. Na klar, also, na klar. Wir haben zum Beispiel die E-Mail-Sachen 2016, glaube ich, nicht finanziert. Ja, das stimmt. Aber ihr seht hier so ein bisschen, bei WikiLeaks war halt das Spendenaufkommen, das sind hier die blauen Balken. Noch ein bisschen niedriger schon in 2020, da hatten wir aber 500.000 Reserve, deswegen konnten wir da 300.000 ausgeben. Im Jahr 2020 im Bereich 7, Zivilcourage, da geht es um die juristische Verteidigung von Leuten, die Probleme haben. Da haben wir in der Vergangenheit für Manning, für Snowden, für die PayPal 14 und ähnliche gesammelt, also Leute, die rechtliche Probleme hatten und Geld für Anwälte brauchten, weil sie zwar im Einklang mit unseren Wertevorstellungen, aber nicht immer mit der Gesetzeslage gehandelt haben. Und wir sagen, das war aber couragiertes Verhalten im Sinne der Zivilcourage, das fördern wir. Aber ihr seht hier so ein bisschen Übersicht, mach mal die nächste kurz. Das sind jetzt mal die Ausgaben 2020, erstmal für den Bereich 0, also allgemein, ihr seht, also wir sind ja alle ehrenamtlich bislang tätig, das heißt, wir kriegen gerade mal Reisekosten oder sowas erstattet. Wir haben halt Räume, wo das Archiv steht, wir haben ein paar Server, wir haben einen Steuerberater und hier und da irgendwie Kleinigkeiten öffentlich und eine Bank. Ja, Bank, die Gebühren nimmt, dann zahlen wir irgendwie dieses und jenes für Öffentlichkeitsarbeit. Machen wir die nächste. So ist das im Bereich 04 ein bisschen anders. Im 2020 gab es da ja noch mehr Veröffentlichungen bei WikiLeaks. Da sieht man noch, dass da haben wir zwar aber auch schon Anzeigen geschaltet, Ganzzeige anschalten in der Times in England beispielsweise, wo es eben darum geht, dass die britische Bevölkerung erstmal verstehen wird, dass Assange da sitzt wegen seiner Tätigkeit als Publizist und Journalist. Die Anklage ist ja wegen den Veröffentlichungen des Materials, die damals Shazia Manning geleakt hat. Das heißt, ihr seht, das war noch so ein bisschen gemischt, da gibt es noch technische Infrastruktur, so dass in den folgenden Jahren, und das ist eigentlich der Kopfschmerz, den wir so vor uns hintragen, ich würde meine Tätigkeit hauptsächlich im Moment als Anwaltsdirigent bezeichnen. Wir haben so 10 Anwaltsteams in 8 Ländern,
die versuchen, Julian da rauszuholen. Und das zeigt sich dann auch in den Zahlen. Gehen wir weiter auf die 7. Da seht ihr so ein bisschen das Verhältnis, so ein klein bisschen Anwaltskosten und ja, Bankgebühren gibt es auch noch. Ja, die Bankgebühren. Dieser kleine Logistikteil, das sind dann so Reisekosten, wenn wir mal zu den Anwälten fahren oder so. Aber das schlägt bei so ein paar hunderttausend pro Monat Anwaltskosten einfach nicht ins Gewicht. Das sieht man dann einfach nicht mehr. Im nächsten Jahr, 2021, hatten wir jetzt auch noch nicht so ein hohes Spendenaufkommen. Können wir eigentlich kurz durchnudeln. Auch da hat sich das noch nicht wesentlich verändert. Man sieht aber auch hier schon, ja, die Anzeigen, die sozusagen in 04 waren es dann schon weniger Veröffentlichungen, mehr das erklären, was wir da eigentlich tun. Und in 07 wiederum, so ein bisschen Bankgebühren. Das liegt daran, dass wir halt diese Anwaltsteams in 8 Ländern haben und uns unsere Bank nicht unerhebliche Gebühren für Auslandsüberweisungen abnimmt. Da sind wir mittlerweile am Verhandeln und kommen auch weiter. Und dann, ja, so 50.000 oder so haben wir davon raus im Jahr. Machen wir die nächste. Da sieht man dann. Das ist jetzt 22. Also ja, das ist jetzt 22. So, da seht ihr, da haben wir mal so 5 Millionen eingenommen. Und das spielt halt nur das wieder, was wir umgetauscht haben. Wir hatten als Stiftung auch erstmal das Problem, eine Stiftung ist ja nicht ein Verein, der eingetragen ist in einem Register, sondern ist erstmal nur eine Vermögensmasse und wir sind quasi die Verwalter. Aber wenn man versucht, Kryptowährungen umzutauschen in 6- bis 7-stelliger Höhe, dann muss man halt mittlerweile in der Bankenlandschaft da so KYC-Prozesse durchgehen, also Know Your Customer. Dann wollen die wissen, wer ist der OBU, der Ultimate Beneficiary Owner oder UBO, so rum. Und dann macht man sich da komplett nackig, also jeder von uns, so mit Meldeanschriften und weisen sie mal nach, dass sie da wirklich wohnen. Und Ausweiskopien und Schufa-Einträgen und was nicht allem. Und das haben wir mehrfach gemacht. Ich weiß nicht, ob du dazu eine eigene Folie hattest. Nee, eine eigene Folie nicht, aber eigene Erfahrungen. Also ich glaube, wir sind insgesamt für 4 Tauschplattformen praktisch durch den gesamten Prozess gelaufen. Also so die ersten, die Sachbearbeiter und so, ja, mit Stiftungen machen wir sowas häufiger und das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und nachdem dann der Prozess eigentlich abgeschlossen war, passierte eine Weile nichts. Und dann kam irgendwann eine Rückmeldung, dass das nochmal in der Geschäftsleitung besprochen wurde und man doch Abstand nimmt mit uns als Kunden. Aber wir könnten doch später, wenn wir wollten oder so. Das erinnert so ein bisschen an das, was wir 2010, 2011, als die Bankenblockade lief, auch schon erlebt haben, dass wir versucht haben, unsere Bank zu wechseln. Und dass selbst Banken, von denen man annehmen würde, naja, die sind doch eigentlich ganz aufgeschlossen, GLS-Bank zum Beispiel, wo eben auch genau das Gleiche passierte. Man war im ersten Kontakt immer sehr freundlich und fand das ganz toll. Und je höher das da durch die Linien lief, umso schwieriger wurde es, bis dann endgültig gesagt wurde, nee, machen wir nicht. Also Kryptotauschen ist an sich schon Stress, aber in der Größenordnung. Ja, vielleicht sollte Bernd noch erklären, warum. Was warum? Naja, ja. Die mögen uns nicht so, weil wir halt diejenigen sind, die für Wikileaks das Geld sammeln seit 2010. Und Wikileaks steht in der Beliebtheitsskala der Finanzinstitutionen nicht so besonders hoch, weil wir riechen halt danach, dass man Ärger mit Amerika bekommt. So einfach ist das. Und wir haben zwar völlig geklärte legale Handlungsrahmen hier in Deutschland, und sind sozusagen behördlich überprüft und für gemeinnützig erklärt. Aber was sie da Julian antun, das hat halt auch Auswirkungen auf normale Menschen, die sich dann eben Sorgen machen. Kann ich auch noch ganz kurz? Also auch noch so ein Punkt, an dem ist, wir haben ja historisch schon Spenden für Tor eingesammelt und dann für WikiLeaks. Und als in Tor da die Geschäftsleitung ausgetauscht worden war, das ist jetzt, 5 Jahre her oder so, da wurden wir vor die Alternative gestellt. Also entweder könnten wir Spenden für Tor oder für WikiLeaks einsammeln, aber beides geht nicht und wir müssten uns jetzt mal entscheiden. Und dann haben wir gesagt, tschüss Tor, macht euer Ding, ne? Wir machen weiter WikiLeaks. So als kleine Ergänzung noch bei den Kryptotauschbörsen ist natürlich dieser Prozess da, dass die Großen alle versuchen, Bankenlizenzen zu machen, sich zu legalisieren etc. Und deswegen, da sind wir dann heißes Eisen, ganz einfach. Ja, machen wir weiter. Ja, also, kurz. Also,
dass man eben leicht sieht, je mehr Geld reinkommt, umso mehr geht raus. Also das scheint zu funktionieren. Ja. Wobei, wir mussten uns auch erst dran gewöhnen. Aber gut, ihr seht, bei uns in 00 hat sich erstmal nicht viel verändert. Da haben wir ein bisschen mehr Eigenaktivitäten uns halt leisten können. In 04 ist der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Rechtskosten nimmt dann halt auch zu. Und vor allem in 07, gehst du einer weiter? Seht ihr halt, das kennt ihr schon, bloß dass das eben so ein Volumen von schon im Jahr 22 von irgendwie 4 Millionen Euro mal kurz hat. Das kann ich dann vielleicht gleich noch ausführen, wo das da so hingeht. Wir gehen auch noch mal durch die Sitzung durch. Wir haben halt wir sind hier zu fünft schon seit 2014 quasi unverändert da drin und sind jetzt aber an dem Punkt gekommen, dass wir das einfach ehrenamtlich nicht mehr komplett leisten können, weil das einfach 20 Stunden am Tag Arbeit macht. Und wir gehen jetzt die Satzung an, dass wir uns zumindest für bestimmte Aufwendungen sowas wie 85 Euro die Stunde zahlen können, weil ein normales wirtschaftliches Leben, so dass man irgendwie einem Beruf nachgeht oder so, ist einfach zeitlich nicht mehr drin. Ja, und wir haben aber vor, es zu deckeln. Das ist natürlich ein Bruch mit der Selbstausbeutungskultur, die WAU noch geprägt hat und die auch im CCC ein bisschen gelebt wird. Aber wir müssen halt ganz klar in Richtung Professionalisierung gehen, haben uns halt erstmal eine Angestellte geleistet, die uns hilft, die ganzen Belege quasi sicherzustellen, dass die Abrechnungen alle korrekt sind. Also wir sind ziemlich, hat Bernd vorhin schon erwähnt, wir müssen ziemlich penibel sein, wenn wir jemanden beauftragen, dass wir da einen Nachweis der Tätigkeit haben, Proof of Work, dass wir eventuell Stundenzettel haben, dass halt auf jeder Rechnung ordentlich die Steuernummer steht bei Selbstständigen, dass wir aufpassen, dass wir nicht Scheinselbstständigkeiten fördern und so weiter und so fort. Und für diesen ganzen Formalkram haben wir jetzt erstmal uns eine Angestellte geleistet, die sozusagen als Interface zwischen uns und denen, vor allem in dem Bereich, den wir so Kampagnen nennen, also Öffentlichkeitsarbeit, die da sicherstellt, dass die auf der Abrechnungsebene da nichts passiert. Da gehen wir jetzt auch an die Satzung ein bisschen ran. Jetzt gehen wir mal einmal durch die Projektbereiche, durch Archiv. Okay, Archiv mache ich. Also das Archiv ist ja irgendwie nicht nur das Projekt 00, sondern es ist eigentlich auch der Grund, warum die Stiftung mal, also einer der wesentlichen Gründe, warum die Stiftung auch mal gegründet wurde, dass man sozusagen die Hinterlassenschaft, eben auch die physische Hinterlassenschaft von WAU in Form von Briefen und anderen Dokumenten, dass man das irgendwie archiviert, der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das war ja mal die ursprüngliche Idee. Das haben wir jetzt, müssen wir ja anerkennen, das haben wir jetzt irgendwie 20 Jahre lang relativ verschlammt, um es mal vorsichtig. Wir haben mehrere Versuche unternommen, aber sie haben halt nie geklappt. Wir haben einige Versuche unternommen. Wir haben das versucht, mit einigen Leuten zu machen. Das hat nie funktioniert. Mir wird mittlerweile auch klar, warum, weil das gar nicht von einer einzelnen Person zu lösen ist. Das kann nur von einer Gruppe von Leuten gelöst werden, das Problem. Und zu dieser Gruppe können wir nicht gehören, weil wir suchen ja Leute, weil wir diese Arbeit nicht auch noch leisten können. Also die Gruppe muss dann eben auch eigenverantwortlich arbeiten können. Und diese Gruppe existiert oder diese Gruppe ist gerade am Existieren. Und das ist ganz prickelnd, finde ich. Weil das. Ja, da möchte ich einen Tusch sagen. Wir haben endlich eine funktionierende, möglicherweise funktionierende Gruppe. Sie sagen zumindest, dass sie super funktionieren werden in Zukunft. Also es ist ganz, ganz toll. Nach 20 Jahren haben wir zumindest Hoffnung, dass da was Tolles passiert. Es gibt nachher auch nochmal einen Workshop zu diesem Hackerarchiv. Also jeder, der da noch irgendwas zu beisteuern will, der kann da gerne hinkommen. Das ist, glaube ich, in irgendeinem Workshop-Raum. Aber es gab immerhin schon Außeninitiativen, wie den Film Alles ist eins außer der Null, den Klaus Meek gemacht hat. Klaus Meek ist, ich würde sagen, so eine Art Freund aus dem Kulturkreis gewesen auch. Und der hat aber eben, als er diesen Dokumentarfilm gemacht hat, hat er quasi die Digitalisierung des Videoarchivs einmal komplett schon mal gemacht, weil er das halt brauchte, um zu sichten, was dort ist. Die haben ja 20 Jahre Geschichte gesichtet. Und das hilft uns auch schon. Also wir haben schon auch Ansätze durch solche Außenprojekte, wo wir schon ein bisschen was haben und nicht nur alte VHS-Tapes, zum Glück. Und es gibt auch immer mal wieder so Außenprojekte,
wie irgendwelche Preise, wo Wau in die Liste der 100 wichtigsten Köpfe der deutschen Demokratiegeschichte aufgenommen wurde. Und aber das hätte ihm direkt neben Rosa Luxemburg, das hätte ihm sicherlich gefallen. Also Anfragen auch zu Archivmaterial gibt es natürlich immer wieder. Das ist vielleicht ein bisschen unüblich, weil man denkt, jedes Archiv müsste ja froh sein, wenn es da Anfragen gibt, die man bedienen kann. Wir überlegen uns aber schon, ob wir dieser Anfrage nachkommen oder nicht. Also letzter aktueller Fall, wir haben eine Anfrage vom Bundeswehrmuseum bekommen. Die wollen irgendwie eine Ausstellung machen, wo es um digitale Kriegsführung, bla bla bla, und wollen dann ein Foto von Wau in der Telefonzelle, also dieses übliche Foto, was man von Wau kennt, in den Kontext stellen. Und hier zeigt der Hacker, wie man Datennetze angreift. Ne? Da ist für uns völlig klar, also dann sucht euch lieber irgendein Stock-Image von einem Hacker von hinten mit Kapuze vor irgendeinem Matrix-Bildschirm, damit seid ihr besser bedient, aber das Bild von Wau kriegt ihr für sowas nicht. Genau, also wir versuchen 18 Uhr in MP1 ist der Archiv-Workshop. 18 Uhr in... Ja. Okay, dann Bereich 1 kurz, da, also Projektbereich 1, da reden wir nicht viel drüber. Wahlcomputer, wir haben historisch da mal die Kampagnen zur Verhinderung von Wahlcomputern finanziert, die Forschungsansätze, die Vorführung, wie man innerhalb von Sekunden aus einem Wahlcomputer einen Schachcomputer macht und so fort. Zum Glück sind Wahlcomputer im Moment durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland nicht quasi zulässig, aber trotzdem gibt's immer wieder aus anderen Ländern da auch Projekte, und deswegen behalten wir diesen Projektbereich und haben da auch noch ein bisschen Geld, sollte der Gedanke nochmal aufkommen, dass sie uns die Wahlcomputer da doch wieder einführen wollen oder so. Im Bereich 2, Klaus, das machst du, glaube ich. Ja, also unsere Erfahrung mit Tor war ja nicht so richtig positiv, und nachdem uns auch klar geworden ist, dass, ich glaube, 3/4 der Mittel, um Tor überhaupt zu entwickeln, von der amerikanischen Regierung direkt oder indirekt gekommen sind, habe ich sowieso immer gedacht, das kann irgendwie kein sicheres System sein. Das ist es auch nicht. Und mit WikiLeaks wollten sie nicht auf einer Seite steht, und deshalb haben wir uns überlegt, so jetzt müsse insbesondere, also Bernd hat das schon lange promotet, und mir ist das dann klar geworden, warum in Belarus der Volksaufstand zusammengebrochen ist, weil die belarussischen Dienste haben 4 Wochen gebraucht, um aus der Telegram-Kommunikation der Organisationskomitees die sozialen Grafen zu bestimmen, und dann wussten sie, wen sie verhaften und verprügeln müssen. Und damit ist es alles zusammengebrochen. Und deshalb ist klar geworden, es muss ein Anonymisierungsnetzwerk her, sodass der soziale Graf nicht mehr entschlüsselt werden kann. Und daran arbeiten wir jetzt. So. Ja. Also konkret haben wir erstmal eine Studie beauftragt, um Alternativen zu Tor zu identifizieren und dann gezielt darauf Geld zu werfen. Und auch dazu haben wir noch einen Workshop, aber ich weiß nicht, ob der öffentlich ist. Nee, der ist nicht öffentlich. Den habe ich nicht erwähnt, okay. Nächster Punkt. Dezentrale Kommunikation. Das ist einer der Projektbereiche, wo wir noch nicht so ausgebildet sind. Wir versuchen gerade durch Satzungsänderungen auch die Völkerverständigung noch. In der Gemeinnützigkeitswelt muss man immer sich verordnen zu Metazielen, die vom deutschen Staat anerkannt sind. Völkerverständigung finden wir eigentlich gut. Das heißt, die Idee ist da, ein dezentraleres Internet zu ermöglichen. Wir haben da ein Projekt in der Vergangenheit gefördert, schon mehrfach. Das heißt Metapress.es. Das ist eine dezentrale Suchmaschine, die quasi als Browser-Plugin funktioniert. Und natürlich in voll Open Source Suchmaschinen von verschiedenen Sites, die man definieren kann, vor allem für News, also für Nachrichten benutzt. Wir haben aber auch jetzt eine Schulung finanziert in dem Kontext vom Chaoticum in Lübeck, wo es um quasi Systemadministration, Schulung geht, um Mastodon-Instanzen aufzusetzen, also um mal wegzukommen von den zentralen Plattformen und ein bisschen dezentraleres sogenanntes soziales Netzwerking zu fördern. 4, dann bin ich so ein bisschen traditionell zu Hause, Informationsfreiheit. Wir haben, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, wir haben immer eine Sache, die heißt Förderung an andere gemeinnützige Rechtsträger. Das heißt, wir können als gemeinnützige Stiftung relativ unbürokratisch
anderen Vereinen oder auch Stiftungen oder so Geld zukommen lassen. Wir haben beim 04 für die Förder- und Informationsfreiheit, da fördern wir seit 4 Jahren das Projekt Frag den Staat von der Open Knowledge Foundation. Das ist quasi ein Webinterface, mit dem man Informationsfreiheitsgesetze anfragen, relativ einfach, nicht juristisch als normaler Mensch formulieren kann, und die machen daraus dann einen Prozess, wo man dann die Antworten bekommt. Das finden wir ganz toll und fördern seit 4 Jahren. Und ansonsten ist 4 halt traditionell WikiLeaks, da teilt sich das auf in technische Infrastruktur, also Server, dann gibt es irgendwie Planungssitzungen, es gibt journalistische Recherchen, ob Material das eingeht, ob das überhaupt echt ist, ob es relevant ist, ob es schon mal veröffentlicht war, teilweise muss es übersetzt werden. Dann journalistische Kontextualisierung, weil es geht ja nicht nur um das Veröffentlichen von Material, sondern man muss auch oft erklären, wenn man dann einen Kontoauszug oder irgendwas hat, das zwar einen Korruptionsfall darstellt, aber um das zu erklären, muss man halt erstmal kontextualisieren, wer hier die handelnde Person waren. In dem Berichtszeitraum hatten wir ein Riesenprojekt da, das hieß Fischrott. Das war eine isländische Fischereifirma, die quasi die Regierung von Namibia gekauft hat, und der Buchhalter ist zum Whistleblower geworden, weil der fein säuberlich auf die Belege geachtet hat, so wie wir das auch tun. Da gab es halt Zahlungen an den Fischereiminister, Renovierung der Villa des Premierministers und so, das gab es alles als Belege, und das fand er irgendwie auch komisch. Auf Basis der Veröffentlichung ist nicht nur die Regierung von Namibia gestürzt, es gab auch Ermittlungen in Island dann gegen die Firma. Das ist jetzt vielleicht hier für uns in Deutschland nicht direkt relevant, zeigt aber so ein bisschen, wie weit man solche Dinge da angehen kann. Das war natürlich erhebliche Arbeit, weil der hat die komplette Buchhaltung mehrerer Jahre mitgebracht, die Belege und so fort, und brauchte dann am Schluss auch einen Anwalt, weil er natürlich nicht in dem Sinn als Whistleblower anerkannt war. Das ist ja immer juristisch fragwürdig, wie weit jemand, der Missstände offenlegt, nicht auch selbst gegen Gesetze verstoßen hat, um die Missstände offenzulegen. Also auch die Aspekte haben wir da mit abgefeiert. Alphabetisierung, wer macht das? Alphabetisierung mache ich. Also ursprünglich war ja Chaos macht Schule, wurde noch von uns gefördert, bis wir mit dem CCC vereinbart hat, dass der CCC das direkt macht und nicht mehr das über uns läuft. Und wir haben uns jetzt verlegt darauf, so diese Lötworkshops durchzuführen und auch die Sachen, die da gebastelt werden, dass wir die finanzieren als Bausätze. Und da ist es so, dass wir vor ungefähr 3 Jahren die Idee ausgearbeitet haben, dass wir für die einzelnen Projektbereiche eigentlich Projektpaten suchen. Also Leute, die sich in der Szene auskennen, die das nachverfolgen, die da Ahnung von haben, weil das können wir hier als Fünferteam ehrenamtlich gar nicht leisten. Und bei dem Lüt-Spektakel, also ist das jetzt so, dass wir eben den Alwin Weber aus Dresden gefunden habe, der das sowas schon lange, lange macht, und zwar mit Klang und Elektroniken, die Töne von sich geben, weil er Musiker ist, und mit dem Mitch Altmann, der nun auch zu den Amerika-Exilanten gehört und in Berlin lebt und sowas in den USA auch schon jahrelang gemacht hat, und die werden diesen ganzen Bereich, also insbesondere für Kinder und Jugendliche, um die auch darauf hin, also einfach klar zu machen, also auch Hardware kann man selber machen, um das weiterzuentwickeln. Und dann in dem Bereich haben wir dann auch noch, fördern wir jetzt seit einem Jahr, glaube ich, den Python-Kurs von Pico. Und da haben wir sehr positives Feedback, wie das abgelaufen ist. So, informationelle Selbstbestimmung. Wer macht das denn? Informationelle Selbstbestimmung ist, war auch nicht so ein großer Bereich, wenn ihr nochmal an die Zahlen zurückdenkt. Da hatten wir das Glück, dass wir 2 Projekte fördern konnten, weil sie auch Krypto-Coins einfach angenommen haben. Also wir haben im Wesentlichen die Entwicklung von Sequoia finanziert, indem wir Krypto an PEP rüberschieben konnten.
und an Epicenter Works in Österreich, die irgendwie ganz gute, ganz gut auf dem Datenschutz, im Datenschutzbereich unterwegs sind. Aber auch in dem Bereich, denke ich, gibt es so viele Probleme, dass wir sicherlich mehr machen könnten, wenn wir Leute finden, die bereit wären, als Projektpaten in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen. Ja, ja, damit kommen wir zum Bereich 7, wo halt das meiste Spendenaufkommen war. Du hast das zwar schon erwähnt, aber ich glaube noch nicht komplett erklärt. Also es gab einen Künstler, der einen NFT versteigert hat zugunsten quasi von unserer Stiftungsbereich 07. Das NFT bestand aus einem schwarzen Bildschirm, wo in Worten die Zahl der Tage, in der Julian Assange im Gefängnis sitzt, draufsteht. Und das Kunstwerk ist für 16.593 Ethereum versteigert worden, die uns halt zugute gekommen sind. Dann haben wir 3-4 Monate gebraucht, um endlich eine Exchange zu finden, die uns nicht nur KYC durchgeschüttelt hat, sondern auch akzeptiert hat, dass wir mit denen also tauschen können. Und dann Fiat-Geld hatten. Und dann kam für uns auch etwas ungewohnt so eine Flut von Leuten, die glaubten, wir haben doch jetzt Geld und können doch jetzt irgendwie einfach mal Geld geben. So. Und wir haben ja vorhin schon die Regeln so ein bisschen erwähnt, deswegen tun wir das, wir erwähnen jetzt die Regeln immer am Anfang, bevor wir sagen, dass wir irgendwie die Projekte fördern können, weil sonst führt das zu komischen Szenen. Und ich will auch nicht sagen, dass das alles durchgehend harmonisch ist, aber gut. Wir haben halt trotzdem dann die Möglichkeit gehabt, etliche Projekte zu fördern. Es gab in Berlin eine Ausstellung, beispielsweise Noisy Leaks, die Veröffentlichung von WikiLeaks haptisch taktil. Da wurden beispielsweise die Bücher nochmal gedruckt, in denen die Diplomatic Cables abgedruckt sind. Und diese Bücher, die machen gerade Karriere. Die waren jetzt auch in England in einer Ausstellung, die wir mitfinanziert haben. Und die gehen vielleicht nochmal nach Amerika, weil als gedrucktes Buch das Vorgehen der US-Regierung viel schöner darzustellen ist, weil wer Bücher verbieten will oder Bücher verbrennen will, der stellt sich halt historisch in einen quasi Kontext, der schon mal bekannt ist. Das Muster haben wir schon mal gesehen. Wir wissen, was für Leute das sind, die Bücher verbrennen. Und beim Angehen gegen digitale Publikationen ist das halt oft noch mit der Abstraktion verbunden, dass Leute nicht verstehen, worum es da geht und denken, das ist doch dieser komische Assange und der hat doch irgendwas mit Schweden gehabt und so. Und das ist alles quasi, man redet gar nicht über die Veröffentlichung, sondern über die Person. Und davon versuchen wir halt wegzukommen, um deutlicher klarzumachen, wo es da geht. Wir haben aber auch beispielsweise mit der Tanzpanther-Stiftung, die machen dann so Schulungen für Journalisten aus aller Welt für operative Sicherheit und die kommen dann halt so mit Anfragen, ob wir das nicht verstehen und denen besser erklären können, was einem da so passieren kann, wenn man sicher kommunizieren will mit Journalisten. Da mache ich manchmal Schulungen, das haben wir auch finanziell unterstützt, das ist nicht um Geld zu verdienen, sondern um die Erfahrung, die wir so gemacht haben, auch mit anderen zu teilen. Bernd hat da noch ein Institut in der Slowakei. Magst du das kurz aufgetrieben? Ja, gut. Also wir haben natürlich versucht, das auch auf eine breitere Basis zu stellen. Es gab in der Slowakei das Human Rights Institute, also die sich um Menschenrechte kümmern, die sowieso im Assange-Umfeld schon immer aktiv waren, also dazu auch Veranstaltungen gemacht haben, Aktionen gemacht haben. Deren Aktion haben wir sozusagen auch nochmal durch finanzielle Mittel unterstützen können, dass sie da noch tatsächlich noch mehr veranstalten. Als EU-Mitglied und über die Schiene des EU-Parlaments oder auch der EU-Gerichte ist das immer eine gute Geschichte, das möglichst breit zu stellen. Ja, und ansonsten haben wir in Kooperation, jetzt sind das die Kampagne nochmal mit Progressive International, haben wir zweimal ein Belmarsh-Tribunal, das ist so eine Art Gerichtsverhandlung gegen Julian durchgespielt, einmal in Washington DC, im National Press Club da, jetzt in Sydney. Das ist also im Wesentlichen Öffentlichkeitsarbeit, um mehr Leuten zu erklären, worum es bei diesem Gerichtsverfahren gegen Julian geht oder bei der Klage gegen ihn geht. Und wir sind dann auch so weit gegangen, dass wir uns irgendwann mal die Frage gestellt haben, können wir nicht mal das Problem lösen, weil vor allem in England ist die Öffentlichkeitsarbeit bestand, die ersten Jahre, wo Julian jetzt im Gefängnis saß, erstmal darin, ihn zum Mensch zu erklären. Also in der britischen Wahrnehmung war halt ein Vergewaltiger, der sich in einer Botschaft versteckt hat und dass er Journalist war und dass es ein Projekt WikiLeaks gab, das war da schon quasi nicht im Bewusstsein.
sodass die Pressearbeit erstmal darin bestand, klarzumachen, dass er eben nicht wegen Schweden, sondern wegen was ganz anderem im Gefängnis sitzt und das alles durchzudeklinieren. Aber wenn man mit den britischen Anwälten so redet, da gibt's halt eine ganz andere Rechtskultur als in Deutschland. Da geht man nicht in die Berufung, sondern man beantragt die Zulässigkeit zur Berufung, also apply for the permission to appeal. Und die Unterwürfigkeit der britischen Anwälte hat uns klargemacht, dass wir in England das Problem sowieso auch juristisch nicht gelöst bekommen, sondern eigentlich in Amerika das Problem lösen müssen. Und dann haben wir halt nach einer Lobbyingfirma gesucht, die in Amerika für ein bisschen Geld vielleicht uns das hilft, das Problem zu lösen. Und das hat uns jetzt ein bisschen Geld gekostet und viele Erkenntnisse gebracht, aber leider noch keine Einstellung des Verfahrens. Aber nur, um es mal kurz aufzulisten, also ich sagte ja schon, 10 Anwaltsteams in 8 Ländern. Wir haben in Ecuador, Australien, Amerika, England, Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien Anwälte. Spanien beispielsweise sind immer noch die Verfahren gegen die Firma UC Global. Da habe ich auf den Kongressen regelmäßig zu berichtet. Die Firma, die ursprünglich die Botschaft bewachen sollte und dann wohl im Auftrag der CIA die Botschaft überwacht hat. In Ecuador geht es immer noch um die illegale Aberkennung seiner Staatsbürgerschaft. In Australien geht es darum, dass als australischer Bürger eigentlich die australische Regierung mal was für ihn tun könnte, damit er aus dem Hochsicherheitsgefängnis rauskommt. Da in England das bekannte Verfahren gegen die Auslieferung. Dann haben wir vorbereitende anwaltliche Tätigkeiten für den Europäischen Gerichtshof, den Versuch zu unternehmen, dass er eben, falls das in England alles nicht funktioniert, dass wir ihn auf dem Wege in Europa halten können und dass die europäischen Gerichte da intervenieren können. Naja, und also ihr könnt euch vorstellen, auch so einen ganzen Zoo von Anwälten. Zum Glück reden die mittlerweile miteinander. Auch das mussten wir gezielt. Ja, genau. Da, nee, warte mal, dein Mikro läuft gerade nicht. Dein Mikro läuft gerade nicht. Ja, hallo? Ja. Ja, jetzt ist besser. Ja, dazu kommen halt dann auch noch so, naja, nicht mehr ganz normale Menschen, so die halt dann so uns vorschlagen, dass man doch einen Bunker kaufen sollte, weil das ja, wir hätten ja da Geld jetzt für und es wäre ganz sinnvoll, weil es also ja alles viel mein Lieblingsprojekt aus der Abteilung krasse Spinner war eigentlich dieser Typ, der ankam, der hatte das, die erste Seite las ich ganz toll. Er sagte, in europäischen Innenstädten Metallkäfige aufstellen und dann Schauspieler mit Silikonmasken, die so aussehen wie Julian Assange und dann eben Leute, die mit Flugblättern drumherum stehen und eben die Aufmerksamkeit in eben Aufklärungsarbeit verwandeln. Das las ich erstmal total gut. Und dann die zweite Seite waren so die Finanzen, so die erste Zeile so Reisekosten, 2 Millionen Euro, wo du denkst, was? Also solche Leute ziehen wir halt neuerdings leider auch an und müssen damit irgendwie umgehen. Aber ja, das ist ein bisschen weniger geworden, weil wir halt, aber es hat halt auch, also man lernt sich leider auch in so einem CCC-Kulturkreis nochmal anders kennen, wenn dann Freunde ankommen, die viele Jahre eigentlich auch inhaltlich mitgemacht haben und dann sagen, jetzt gib mir doch einfach mal Geld. Und ich so, nein, kann ich nicht. Ja, aber jetzt ist doch die Zeit, das Geld auszugeben. Nein, wir müssen dir einen Auftrag schreiben. Ja, aber ich bin Anarchist. Ich will nicht, dass ein Auftrag steht, wo drin steht, was ich tue. Ich will nicht gegen Geld Aufträge. Und dann sage ich, okay, dann schreib ihn dir selbst. Nein, ich will auch nicht, dass ich selbst mich beauftrage. Und also, das sind einfach schwierige Diskussionen, die wir da geführt haben, weil wir halt versuchen müssen, den rechtlichen Rahmen einzuhalten und da irgendwie zu agieren. Ich glaube, wir haben noch einen kleinen, also das sind wir so aus der, in Amerika haben wir auch mehrere Anwaltsteams, die wir auftragen. Eines der Anwaltsteams verklagt die CIA und Mike Pompeo wegen der illegalen Überwachung von Journalisten. Vor allem haben wir da den rechtlichen Besonderweg gefunden, dass die Klage von US-Journalisten und US-Juristen, die Julian besucht haben und überwacht wurden, quasi in dessen Namen geklagt wird. Und die haben neulich einen Weg gefunden, weil die Klage musste zugestellt werden. Also die musste Mike Pompeo persönlich zugestellt werden. Und die Anschrift, wo der Sheriff hingefahren war, die war nicht mehr aktuell. Das heißt, wir wussten nicht, wie wir ihm das zustellen. Und dann haben die herausgefunden, dass ja im Vorwahlkampf der Mann macht zu Fundraising-Dinner
wo man Geld dafür bezahlt, mit ihm in einem Raum zu sein, ein Foto zu machen und dann irgendwie essen zu gehen. Und die haben also einfach für $200 auf unsere Kosten übrigens Tickets gekauft, sind zur Veranstaltung, haben die Klage zugestellt. Und da gibt's ein kleines Video von, das ist ganz großes Kino. Ist jetzt leider ohne Ton, ist aber eh nicht viel zu hören. Nee, es gibt bei dem Video keinen Ton. So, das ist der Anwalt, der das Papier übergibt und also das war die erfolgreiche Übergabe der Klage. So, und jetzt haben wir noch 8 Minuten Zeit für eure Fragen oder Anmerkungen oder Anregungen oder Kritik oder... Wir haben nur die Hälfte von dem vorgelesen, was da, glaube ich, jetzt auch... Aber vielleicht können wir ja mal die Verhörlampen hier irgendwie umdrehen und jetzt das Publikum verhören. Es gibt vermutlich Saalmikrofone, ich weiß nicht. Habt ihr nicht irgendwas zu sagen? Oder war das jetzt so viel? Ja, ich wollte noch, mir fiel im Nachhinein, ich hatte beim Archiv noch was vergessen. Ja. Beim Archiv haben wir jetzt nicht nur ein Team, wir haben auch jemanden, der das sozusagen von der wissenschaftlichen Seite her angeht. Die Dr. Julia Erdogan wird also das Projekt Hacker-Archiv im Wesentlichen mitbetreuen. Julia hat das Buch geschrieben über die avantgardistische Computernutzung durch Hacker in Ost und West. Das ist ihre Doktorarbeit, ein sehr schönes Buch, wo es auch um den CCC geht, aber man lernt auch sehr viel über das, was in der DDR passierte. Ein wirklich sehr schönes Buch, wer es noch nicht kennt. Das öffnet natürlich auch die Wege, dass wir das WAU-Archiv auch jetzt nicht nur der allgemeinen interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen, sondern auch der zeithistorischen Forschung. Julia selber hat 2 Jahre bei uns im Prinzip im Archiv gesessen und hat Material gesammelt für ihre Doktorarbeit. Also das Interesse auch der wissenschaftlichen Forschung an dem, was WAU da hinterlassen hat, ist durchaus da und wird ein Teil von der Archivarbeit sein. So, das wollte ich nur noch nachschieben. Ja gut, ansonsten, wir sitzen, wenn ihr reinkommt, Eingangsbereich rechts in der Ecke, da ist so ein WAU-Stand-up, da könnt ihr uns auch noch mit Fragen löchern, falls ihr das später wollt. Danke für euer Interesse und eure Anteilnahme, unseren Schmerz.